Hallo liebe Retro-Freunde, heute wollte ich euch mal zeigen, wie man von einer originalen Diskette auf der GoTek zum Beispiel eine ADDF-Datei schreibt. Ne? Dazu müsst ihr auf jeden Fall erstmal auf dem PC oder so irgendwie eine ADDF-Datei nehmen. Ne? Die könnt ihr dann benennen, wie ihr wollt. Ne? Und die schiebt ihr auf euren USB-Stick. Und dann geht er natürlich dann im GoTek, ne? Indem ihr hier die zwei Knöpfe gleichzeitig drückt, kommt er ins Autoboot-Menü. So. Dann macht er dann halt ein Reset, das mache ich mal gerade. Dann bootet der ja ins Autoboot-Menü rein. Ne? Also wie gesagt, beide Knöpfe am GoTek hinten drücken. Autoboot-Menü. Und dann bootet der Amiga auch ins Autoboot-Menü rein. Sollte er jedenfalls. So, wenn ihr dann da drin seid, dann geht er mit den Pfeiltasten oder mit dem Joystick, aber ich mache mal meistens mit der Tastatur. Übrigens, da ist meine schöne neu gedruckte Amiga Workbench-Uhr. Finde ich ganz klasse. Ja. Und dann habe ich mir auch mal noch neu hier eine Tankmaus gedruckt mit dem Bambu Lab A1. Also das klappt wirklich super damit, ne? Also ganz toll. Ja, okay, weiter zum Thema. Gut, und dann geht er hier halt an zum Beispiel da, wo ihr das halt hingeschoben habt, ne? Die ADF-Datei, die ihr jetzt als ADF-Datei nehmen wollt, wo er halt dann drauf speichert. Na, habe ich hier zum Beispiel jetzt mal eine gemacht, leer genannt. Die habe ich immer hier drin. Ihr müsst aber euch auch klar sein, auf dem USB-Stick vom GoTek, ne, die Datei, die ihr jetzt nimmt, ne, die ist dann auch wirklich überschrieben, ne, mit dem Spiel, was ihr ja da drauf machen wollt. Ne. So, die wählt er aus, zum Beispiel jetzt hier leer. Na, komm, ja, so. Und dann könnt ihr euch ja irgendwo hinspeichern. Ne, warte, ich habe es jetzt gerade schon gemacht. So, hier habe ich es hingespeichert, ne? Genau. So, da ist jetzt drauf auf 49. Alles klar, dann geht er wieder hier raus. Oder vielmehr stellt euch erstmal hier. Ne, genau. Ja, erstmal raus. Zack, so. Manchmal muss ich auch noch erstmal überlegen. Und dann könnt ihr jetzt hier mit den Knöpfen. Und ich muss jetzt gucken, welche hier zähle. Die hat er auch schon ausgewählt, genau, da ist sie. Ja, dann seht ihr ja auf dem GoTek dann, dass die auf Platz 49 auch die Leerdatei ist. Dann geht er jetzt nochmal zurück und wählt euch von eurem GoTek quasi den X-Copy aus. Genau. Na, jetzt ist die hier bei mir auf der Workbench. Können wir auch direkt hier meine nehmen. Also ihr würdet jetzt einfach nur halt X-Copy booten zum Beispiel. Na, ich starte jetzt hier von der Workbench direkt. So, und dann wählt er halt aus, ne? Das jetzt halt nicht euer internes Laufwerk, das GoTek, sondern halt hier die Diskette, die Originaldiskette, ne? Euer Laufwerk ist, was ihr kopieren wollt, und es soll aufs GoTek, ne? Das ist ja Laufwerk 0, das ist ja eingebautes GoTek. Und hier ist jetzt die Originaldiskette. Und jetzt braucht ihr einfach nur noch auf Start zu gehen. Und jetzt schreibt er von der Originaldiskette, ne? Auf euer GoTek. Und dass er das macht, das seht ihr daran, dass er mal ein kleines T dahin macht. Oder, nee, ein kleines W, genau. Ne? Also er schreibt. Ja. Und jetzt schreibt er quasi, ja, ich bin dumm gewesen. Ich hätte jetzt erstmal wieder die Leerdatei auswählen müssen. Er schreibt es quasi auf mein X-Copy. Ja, ist egal. Das kann man nachher wieder zurückmachen. Jetzt habe ich quasi X-Copy ausgewählt, ne? Als Spenderdatei. Und da schreibt das jetzt drauf. Ja. Dann seht ihr hier, ne? Müsst dann halt so lange warten, bis alles durchgeschrieben ist. Wenn ich es nachher vom GoTek X-Copy starte, dann sollte eigentlich der Amiga-Testkit kommen. Ja, das ist, wenn man irgendwie Videos macht und dann nicht aufpasst. Ja, ist aber dann auch kein Beinbruch, ne? Dann geht da, steckt da einfach noch den USB-Stick nachher in euren PC ein und macht dann vom PC halt wieder X-Copy da drauf, ne? Und dann ist auch wieder X-Copy da drin und nicht mehr der Testkit. Aber jetzt zum Zeigen klappt das ja auch so. Ja, was war sonst noch neu? Hier könnt ihr vielleicht nochmal meinen 500er nochmal sehen. Ein bisschen näher. Ne, habe ich schon einige Sachen reingebaut. Ja, ist mir letztens leider auch kaputt gegangen. Aber jetzt läuft er wieder. War auch nichts Schlimmes. Ne? Alle Chips und so waren in Ordnung. Also ich kann es euch nur sagen, ne? Passt auf. Ne? Ich habe es schon wirklich gefühlt 100 Mal oder 1000 Mal gemacht. Na, zum Beispiel irgendwie Maus angesteckt im laufenden Betrieb oder Floppy, externe Floppy angesteckt oder ein Monitor, ne, hier RGB-Stecker reingesteckt. Ne. Lasst es sein.
Weil ich war noch nicht mal mit dem RGB-Stecker dran, ne, und denk noch, ah nee, ich schalte ihn aus, ne? Und da hat es auch schon gefunkt, ne? Ja, also das nur mal nochmal zur Info. So, jetzt ist der fertig hier mit Xcopy. Jetzt können wir quasi, hier haben wir jetzt am Gotek jetzt Xcopy ausgewählt, ne? Und da war ja auch vorher Xcopy drauf. Jetzt haben wir da aber den Amiga Testkit drauf geschrieben. Und wenn wir jetzt ein Reset machen, dann bootet er ja von dem Gotek. Und da kommt aber jetzt, also wenn es geklappt hat, sollte da jetzt kein Xcopy mehr kommen, sondern er sollte jetzt den Amiga Testkit laden. Und da ist er auch. Also, ne, passt gut auf, ne, da der erst im Gotek noch die richtige Leerdatei oder wie ihr sie immer benannt habt, auswählt und dann erst schreiben. Ja, okay. Das war dann ein kurzes Video von mir und viel Spaß mit euren Retro-Geräten. Bis dann.